Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie die Schnittgrößen eines abgewinkelten Balkensystems berechnet werden, wie diese Schnittgrößen grafisch dargestellt werden und wie der Zusammenhang zwischen Querkraft und Biegmoment sowie das lokale Maximum des Biegmomentes aus dem Verlauf der Querkraft ermittelt wird. In diesem Beispiel wollen wir die Schnittgrößen eines Balkentragwerks mithilfe des Schnittprinzips berechnen und grafisch darstellen. Dargestellt ist ein zweifach abgewinkelter Balken, der durch eine konstante Streckenlast und eine Zugkraft am Auflager B beansprucht wird. Wir wollen zunächst die statische Bestimmtheit überprüfen und die Auflagerkräfte ermitteln. Die statische Bestimmtheit ergibt sich mit R gleich 4 Auflagerbedingungen, G gleich 2 Gelenkbedingungen und N gleich 2 Teilsystemen zu 0. Das System ist somit statisch bestimmt und allein auf Basis der Gleichgewichtsbedingungen für ebene Systeme behandelbar. Die Auflagerbedingungen ergeben sich wie dargestellt, zunächst durch Bildung der Summe der horizontalen Kräfte am Gesamtsystem, Drehen des rechten Teilsystems um das Gelenk G, Bilden des vertikalen Gleichgewichts am Gesamtsystem und Momentengleichgewicht des Gesamtsystems am Punkt A. Alternativ kann das Momentengleichgewicht auch nur für das linke Teilsystem um das Gelenk G gebildet werden, was selbstverständlich zum selben Ergebnis führen muss. Zur Ermittlung der Schnittgrößen schneiden wir zunächst das System an einer beliebigen Stelle x1 und tragen die Schnittgrößen an. Wir bilden dann das Gleichgewicht für alle drei Schnittgrößen und erhalten den Verlauf der Normalkraft, der Querkraft und des Biegemoments im Bereich von x1 gleich 0 bis x1 gleich 2 Meter. Ebenso verfahren wir im Bereich von x2. Wir schneiden den Balken an der unbestimmten Stelle x2, tragen die Schnittgrößen an, wobei wir auf die korrekte positive Richtung der Schnittgrößen am positiven Schnittufer achten, bilden Gleichgewicht und ermitteln die Schnittgrößen in Abhängigkeit von x2. Zur Kontrolle prüfen wir gedanklich, ob die Ableitung des Biegmomentes die Querkraft ergibt, was hier der Fall ist. Im Bereich von x3 ist zu beachten, dass infolge des Schneidens durch den Balken an der unbestimmten Stelle x3 ebenso die Streckenlast durchgeschnitten wird. Das Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen führt hier auf eine konstante Normalkraft, eine linear in x3 verlaufende Querkraft und folglich eine quadratische Funktion in x3 für das Biegemoment. Auch hier lässt sich durch das Ableiten des Biegemomentes leicht prüfen, ob Querkraft und Biegemoment korrekt miteinander verknüpft sind. Abschließend verbleibt die grafische Darstellung aller drei Schnittgrößen und die Ermittlung der Maximalwerte des Biegemoments. Für die Normalkraft ergeben sich ausschließlich konstante Werte, in Bereich 1 ein Wert von 5 kN als Zugkraft, im Bereich 2 ein Wert von 7,5 kN als Zugkraft und im Bereich 3 wiederum ein Wert von 5 kN als Zugkraft. Für die Querkraft ergibt sich im Bereich 1 und 2 ein ähnliches Bild. Lediglich im Bereich 3 verläuft die Querkraft infolge der dort herrschenden konstanten Streckenlast linear veränderlich von plus 7,5 kN auf minus 2,5 kN am Auflager B. Zur Ermittlung des lokalen Maximums des Biegemomentes berechnen wir die Nullstelle der Querkraft im Bereich x3. Diese ergibt sich durch das Nullsetzen der Funktion q von x3. Wir erhalten die Nullstelle bei x3 gleich 1,50 m. An dieser Stelle ergibt sich das lokale Maximum des Biegemomentes zu 0,625 kN. Damit kann nun auch der Verlauf des Biegemomentes grafisch dargestellt werden. Die quadratische Parabel im Bereich von x3 verläuft von minus 5 kN am linken Rand in den positiven Bereich mit mmax gleich 0,625 kN und schließlich auf 0 am Auflager B. Damit sind alle Schnittgrößen ermittelt und dargestellt worden. Sie haben in dem heutigen Slidecast gelernt, wie die Schnittgrößen eines Balkensystems auf Basis des Schnittprinzips berechnet und die Schnittgrößen grafisch dargestellt werden, welcher Zusammenhang zwischen Querkraft und Biegemoment besteht und wie das lokale Maximum des Biegemomentes aus dem Verlauf der Querkraft ermittelt wird.